Männerfrisuren 2024. Welche Frisuren werden von uns Männer im Jahr 2024 getragen? Welche Frisuren sind immer noch da? Und welche Frisuren verschwinden so langsam wieder? Heute geht es nicht um das Thema Trendfrisuren. Dazu habe ich letzte Woche ein Video gemacht. Falls du es noch nicht gesehen hast, check das hier oben gerne mal aus. Heute geht es um die Frisuren, ungeachtet von den Trendfrisuren, die von uns Männern im Jahr 2024 überwiegend getragen werden. Es kann hier und da natürlich auch mal eine Trendfrisur mit dabei sein, aber heute wird es einfach etwas allgemeiner gehalten. Erstens, Fade-Frisuren. Fade-Frisuren waren bei uns Männern in den letzten Jahren überall zu sehen. Fade-Frisuren in jeglichen Kombinationen. In Kombination mit Bart, in Kombination ohne Bart, mit Locken, mit glatten Haaren. Fade-Frisuren waren wirklich in jeglichen Arten von Kombinationen bei uns Männern angesagt, werden auch in diesem Jahr wohl noch getragen, aber man kann sagen, Fade-Frisuren faden so langsam aber sicher so ein bisschen aus. Fade-Frisuren wird es logischerweise immer geben, aber die High-Skin-Fades zum Beispiel, die lassen einfach ein bisschen nach. Wenn Fades getragen werden, dann einfach etwas natürlicher, etwas dezenter, außer natürlich in Neukölln, da gelten sowieso immer andere Regeln. Zweitens, an dieser Stelle möchte ich noch eine Entwicklung der Fade-Frisuren einmal hervorheben, und zwar den Fauxhawk. Der Fauxhawk baut auf den Mohawk auf, also auf den Irokesenschnitt. Und das F vorne steht für falsch, beziehungsweise für fake, beziehungsweise für faux. Dementsprechend haben wir hier den falschen Irokesen. Man kann auch sagen, man hat hier den Irokesenschnitt für den Mainstream. Der ist halt etwas edgy, dennoch alltagstauglich. Und Leute, ich sage euch eins, diese Frisur wird auf jeden Fall von etlichen Fußballern bei der diesjährigen Fußball-EM auf jeden Fall getragen werden. Drittens, lange Haare. Lange Haare haben sich nach Corona bei uns Männern einfach durchgesetzt und viel mehr Männer haben sich getraut, ihre Mähne einfach mal lang wachsen zu lassen. Und Leute, ich muss sagen, das finde ich erstmal richtig, richtig nice. Nach Corona hat das jetzt so ein bisschen nachgelassen. Nichtsdestotrotz tragen nach wie vor immer noch Männer lange Haare, egal ob als Man-Bun gebunden oder halt offen. Um eine schöne Frise zu haben, beziehungsweise um schöne Haare zu haben, braucht man natürlich auch passende Haarpflege. Wie zum Beispiel unser neues Detox-Shampoo Bonnie und unser neuer Booster-Conditioner Clyde. Mit unserem Detox-Shampoo Bonnie wirst du deine Haare wirklich gründlich reinigen und mit unserem Booster Conditioner Clyde bekommen deine Haare diesen Feuchtigkeitsboost, die sie nach dem Shampoonieren benötigen und machen die Haare einfach schön seidig und geschmeidig, sodass sie für das Styling hervorragend vorbereitet sind. Links zu den Produkten findet ihr wie immer unten in der Box. Ein Großteil der Männer, die ihre Haare lang hatten, schneiden sich die Haare jetzt halt Step by Step stufenweise so ein bisschen wieder runter, sodass viele Männer 2024 die sogenannten Flow-Frisuren tragen und das in unterschiedlichen Längen. Was sind Flow-Frisuren? Bei Flow-Frisuren sind die Haare eher lang bis mittellang und die Haare werden weniger streng nach hinten gestylt, sondern einfach eher etwas locker und lässiger gehalten. Und man hat halt hier viel Volumen und viel Bewegung in den Haaren, sodass man halt diesen sogenannten Flow in den Frisuren erzeugt. Und solche Flow-Frisuren eignen sich halt hervorragend für glatte oder für wellige Haare. Da gibt es auch einige prominente Beispiele, die das sehr, sehr nice vormachen. Flow-Frisuren können ohne definierten Scheitel getragen werden, aber auch mit definiertem Scheitel. Und da sind wir auch schon bei der nächsten Frisur. Sie ist eine Flow-Frisur, sie verspricht Flow. Sie verspricht Vintage Glamour und sie hat auf jeden Fall auch Boyband Vibes, und zwar der Mittelscheitel. Ich wollte diese Frisur an dieser Stelle einfach nochmal herauspicken, weil sie A zu den Trendfrisuren 2024 gehört und weil viele Männer diese Frisur, werdet ihr sehen, in diesem Jahr auf jeden Fall rocken werden. Bleiben wir noch kurz bei Scheitelfrisuren, und zwar beim 80-20 Scheitel. Ich denke mal, der Name ist Programm, der sagt es schon. 80% der Haare werden auf der einen Seite getragen und 20% der Haare auf der anderen Seite getragen. Diese Frisur erzeugt so einen markanten und gleichzeitig stilvollen Look. Und ich muss sagen, Männer, die gerade so in den Mitte 30ern sind, so zum Beispiel wie ich, die können damit einfach nochmal diesen Old Money Aesthetic Vibe nochmal schön unterstreichen. Siebtens. Locken waren bei uns Männern in den letzten Jahren megamäßig im Trend. Darüber brauchen wir gar nicht diskutieren. Die Girls kriegen auch jetzt noch ihre Curls, aber so ein bisschen in abgeschwächter Form. Die Locken werden jetzt nicht mehr so mit Fades kombiniert und auch nicht mehr so krass zum Beispiel mit kurz rasierten Haaren getragen, sondern einfach eher etwas herausgewachsener getragen. Das sieht immer noch cool und lässig aus und gleichzeitig gepflegt. Ein bestes Beispiel ist an dieser Stelle auch zum Beispiel der Curly Fringe, wo die Haare bzw. die Locken einfach so ein bisschen nach vorne gestylt werden. Sieht locker, lässig und cool aus und gerade für die Younger Generation eine hervorragende Frisur. Next one, der OG-Klassiker, und zwar der OG-Seitenscheitel. Das ist wohl die Frisur, die am sichersten für uns Männer ist. Die Frisur sieht immer gut aus, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Sieht gut zu einem Anzug aus, kannst du gut im Alltag tragen, ist super einfach zu stylen, aber natürlich auch ein
bisschen lame, muss man sagen. Und die nächste Frisur darf in keinem meiner Frisurenvideos fehlen, und zwar auch ein Klassiker, der OG-Klassiker, und zwar der Buzzcut. Die wohl pflegeleichteste Frisur ever, gleichzeitig auch die männlichste und markanteste Frisur ever. Man muss sie tragen können, man muss die Kopfform dafür haben, man muss den Style dafür haben. Viele Männer tragen sie halt auch, wenn die Haare halt langsam ausfallen, um einfach eine hervorragende Option zu haben. Was können wir in puncto Frisuren festhalten? Die Frisuren aus den Jahren zuvor werden immer noch getragen, allerdings nicht mehr so krass und nicht mehr so edgy, einfach in etwas abgeschwächter und dezenterer Form. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare rein, was ihr aktuell für eine Frisur tragt. Ich bin sehr gespannt. Und denkt dran, egal welche Frisur ihr tragt, Hauptsache ihr tragt die Frisur mit Selbstbewusstsein.